Hallo und herzlich willkommen zurück zu Remnant 2. Ja, wir haben den Mehrspielermodus immer noch nicht gefunden, aber ich habe mich nochmal kurz mit dem Epi kurz geschlossen und der meinte, dass der wahrscheinlich irgendwann nach dem Herrn hier oben, nach dem Fort zu Ende sein wird. Ich bin mal gespannt. Wir gehen jetzt einfach mal nach oben. Wir versuchen mal unser Bestes. Wir haben uns gar nicht mehr so viele Schuss, sehe ich gerade. Was ist denn der Typ hier eigentlich? Bleib stehen. Rede Hast du mit etwas mir. auf dem Herzen, Fremdling? Ich will nur mit dir reden. Aber ich darf nicht mit dir Viele reden. nette Leute hier. Sprich doch mit ihnen. Pass auf dich auf, Fremdling. Ja, ist ja gut. Ist das nicht der Typ, mit dem ich vorhin gesprochen hatte, der in die eine verguckt ist da? Ich meine, das ist der, so von der Optik her. Oh, nein, nein, ich wollte keine Waffe ziehen. Hallo. Mach die Waffe weg. Ich will keine Waffe ziehen. Wie komme ich denn jetzt zu dem rein? Oh, hi. Ah, nee, das ist meine Freundin. Moment, das sollte ich vielleicht erst nachher hin. Hallöchen. Ich will dich nicht erschießen. Ich habe die nur aus Versehen gezogen. Ich weiß nicht, wie ich die wegkriege. Oh, wen haben wir denn da? Ah, der Fremdling. Natürlich. Wallace sagte, ja, genau zum richtigen Zeitpunkt. Es tut mir leid, dass du das sehen musstest. Aber du kennst das sicher. Familien streiten sich. Andrew Ford. Gut, deine Bekanntschaft zu machen. Dass ich was sehen musste. Keine Ahnung. Andrew Ford, etwa der Gründer Ford? Höchstpersönlich. Ich habe Geschichten gehört unterwegs. Ja, was sagt man dazu? Ich bin mir sicher, dass du viele Fragen hast. Und ich muss dich um einen Gefallen bitten. Also los, du zuerst. Wenn du wirklich der Ford bist, der diesen Ort erbaut hat, wie kannst du dann noch leben? Das ist eine zu lange Geschichte, als dass ich sie jetzt erzählen möchte. Bleiben wir bei der Sache. Weißt du, wie einige Dinge, die man trinkt, betrunken machen? Und einige Dinge, die man isst, krank und schläfrig? Nun, wiederum andere Dinge tun dies. Es ist eine große Welt da draußen. Naja, ich weiß jetzt nicht, wie alt der jetzt ist, also wie lange die Gründung her ist. Aber ich sag mal, mit gesunder Ernährung und guter Bewegung kann man halt sehr viele Jahre erreichen, ne? Also kommt man gut über 100. Bekomme ich etwas ab? Nee, das ist nicht wirklich ein. Bekomme ich etwas ab? Das ist nicht wirklich eine Antwort. Es ist eine großartige Antwort, nur keine ausführliche. Ja, das stimmt. Ich habe es auch verstanden. Auch wenn ich jetzt nicht ganz weiß, wie er es hingekriegt hat. Ich glaube nicht, dass es an Nahrungsmitteln lag. Du hast mich erwartet? Nicht unbedingt dich persönlich. Aber ich wusste, dass jemand kommen würde. Das Gesetz des Durchschnitts. Irgendwer kommt immer irgendwann richtig an. Wie? Der junge Wallace hat es mir erzählt. Ach, das war der, der so viel sieht, ne? Woher sollte Wallace das wissen? Wallace? Er ist ein besonderer Junge. Ähnlich wie jemand, den ich früher kannte. Sie hatte auch schlimme Träume. Träume über Dinge, die noch nicht geschehen waren. Er kann die Zukunft sehen? Bei ihm ist es eher so, dass er sehr weit in die Gegenwart sehen kann. Manchmal. Manchmal? Ich würde gerne mehr über die Leute erfahren, die hier leben. Mal sehen, ob ich dich auf den neuesten Stand bringen kann. Warum hast du dich mit Clementine gestritten? Wer ist Clementine? Eine Diskussion ist nicht dasselbe wie ein Streit. Clem und ich kennen einander bereits länger als die anderen hier. Das ist doch alles bereits Schnee von gestern. War das nicht die, die uns gerettet hat? Sie kann nicht älter sein als. Nee. Ihre Fähigkeiten tun ihr weh? Nasenbluten, Kopfschmerzen. Und ich befürchte Hirnnäse. noch schlimmere Dinge. Dinge, die man nicht so leicht erkennt. Es ist nicht so, als gäbe es ein Handbuch. Also in den meisten Filmen, das nur so am Rande, ist es ja so, wenn man Telekinese benutzt,
aber der Körper, also das Gehirn, nicht darauf eingestellt ist. Also wenn man mehrere Generationen von Mutationen sozusagen hinter sich hat, dann kann man sich halt daran anpassen. Aber wenn wir jetzt in diesem Zeitalter, ich sag jetzt mal, mir würde morgen was geschehen, dass ich Telekinese plötzlich könnte. Das Gehirn würde das aber nicht fassen, weil es das nicht kennt und nicht darauf eingestellt wurde über die Jahrhunderte oder Jahrzehnte oder wie auch immer. Dann passieren halt solche Sachen wie Nasenbluten, Kopfschmerzen, vielleicht auch innere Gefäße, die platzen könnten und so weiter, weil sich der Körper sozusagen dagegen wehrt, beziehungsweise weil ja, das einfach zu viel ist für den Körper. Also das jetzt nur mal so am Rande, warum das vermutlich auch bei ihr dann so ist. Bo kommt mir etwas jung vor, um Bürgermeister zu sein. Im Vergleich zu wem? Bo mag jung sein, aber er weiß, wie man eine Station leitet. Er hat von den Besten gelernt. Er war nur ein Waisenkind. Station 13 hat ihn adoptiert. Als er alt genug war, wurde er der Sicherheitschef. Er leistete verdammt gute Arbeit. Es ergab Sinn, ihm die Leitung zu übertragen, als wir hier anfingen. Ist Riggs wirklich so nett, wie er sich gibt? Ich glaube, es gibt niemanden in der Stadt, der so viel verloren hat wie Riggs. Ich weiß nicht, wie dieser Mann es jeden Tag aus dem Bett schafft. Aber er tut es. Und wir sind verdammt dankbar dafür. Ich habe noch andere Fragen. Okay, dann frag mal. Um was für einen Gefallen geht es? Ach, nichts Gefährliches. Ich muss meine Ressourcen sammeln und dann werden wir uns ernsthaft damit befassen. Okay, dann geh ich mal. Okay, Fremdling, deine Fragen sind beantwortet. Jetzt bin ich dran. Ich brauche eine fähige Person, die einem alten Mann wie mir aushilft. Sprich mit Wally. Du findest ihn bei den Docks. Rüste dich danach aus und triff mich vor dem Tor der Station. Ich werde dir eine Geschichte erzählen. Hoffentlich die Geschichte der Multiplayer, weil so langsam bin ich hier. Ja, das leuchtet. Achso, das ist aber abgeschlossen, ne, so wie es aussieht. Kann ich die aufschießen vielleicht? Man weiß es ja nicht. Hallöchen, du bist die mit den Kopfschmerzen. Darüber werde ich jetzt nicht reden. Warum nicht? Hallo? Clem, du bist doch Clem, oder? Also Clementine. Darf ich dich Clem nennen? Das hört sich ein bisschen beklemmt an, aber... Moment, ich kann die Map öffnen. Ne? Da hinten müsste dann der Typ sein, nehme ich mal an. Also sprich, da müssten die Docks sein. Wo komme ich nie jetzt aus? Oh, hallöchen. Wer seid ihr denn? Hi. Guck mich nicht so böse an. Gott, verdammt nochmal. Hat Bo dich hier rüber geschickt oder bist du von allein hierher gestolpert? Es war wohl ein Fehler, hier rüber zu laufen. So sieht's aus. Ich bin McKay. Ich bin gern allein. Für mich und meine Arbeit. Meine Arbeit ist die Modifikation von Waffen. Und das ist schon mehr Informationen, als ich gerne preisgebe. Kapiert? Okay, dann gehe ich eben wieder. Pass auf. Ist nicht persönlich. Ich lass mich eben nicht gerne ablenken. Ich bin einfach am liebsten in meinem Element, weißt du? Ärgert mich einfach, wenn Leute vorbeikommen und meine Zeit für mich unterbrechen. Aber ich sag dir was. Du bist eindeutig nicht der durchschnittliche Streuner, der hier sonst so auftaucht. Also, ich mach dir einen Vorschlag. Du findest etwas Interessantes da draußen, bringst es zu mir und ich werde sehen, ob ich es als Mod für deine Waffen verwenden kann, okay? Danke, McCabe. Oh, und falls du irgendjemandem erzählst, ich sei nett zu dir gewesen, verpasse ich dir eine. Kein Thema. Ich sag einfach, ich hab dich mit meiner Knarre bedroht und dann läuft das alles schon. Hi! Du hast nichts gesehen und nichts gehört. Hallo. Gut zu sehen, dass du wohl auf bist. Was kann ich für dich tun? Du bist Riggler, richtig? Ja, aber alle nennen mich Riggs. Ich sorge dafür, dass die Leute da draußen sicher sind. Mein Spezialgebiet ist das Verbessern von Rüstung und Waffen. Wo wir gerade davon reden, Bo hat erwähnt, dass du etwas Hilfe gebrauchen könntest, um wieder auf die Beine zu kommen. Zögere nicht zu fragen, wenn du etwas benötigst. Wir helfen uns hier alle gegenseitig. Selbst McCabe. Okay, ich hätte gerne was, aber ich darf nicht mit dir sprechen. Also tschüss. Du weißt, wo du mich findest. Ja. Bringt mir nur nichts, wenn ich nicht mit dir reden darf. Aber na gut. Wir laufen mal hier. Ich möchte diese blöde Waffe loswerden. Wie kann ich die denn jetzt...
wieder wegstecken. So, Moment. Das ist rechts von mir. Kann ich mich dir... Ach, du bist der Typ am Schießstand. Hi, aua. Na, du bist ja eine richtige Matschbirne. Rennst hier rum, als gehörte dir der Laden. Dumm oder was? Moment, ich dachte, die Station würde mir helfen. Ha, ich mach nur Scherze. Mein Name ist Brabus und ich bin hier für die Sicherheit zuständig. Aber wie ich sehe, hast du die Zustimmung des Bürgermeisters. Dann bist du jetzt wohl sein Problem. Ich sorge auch dafür, dass die Leute hier wissen, wie man sich schützt. Die Saat ist nicht die einzige Gefahr. Viele Leute haben sich immer noch nicht mit der Idee Wiederaufbau der Gesellschaft angefreundet. Das kenne ich nur zu gut. Meinst du, dass Menschen andere Menschen nach allem, was die Saat getan hat, angreifen? Verdammt richtig. Viele haben nur gelernt, sich um sich selbst zu kümmern. Sie kennen es nicht anders. Ich war mal einer von ihnen. Bis vor 20 Jahren war ich Anführer eines Rudels namens Matschköter. Wir nahmen, was wir wollten und töteten jeden, der uns in den Weg kam. Damals galt, einer frisst den anderen. Wir taten, was wir mussten, um zu überleben. Ah, die Dinge mögen jetzt anders sein. Aber viele Leute können sich die alten Methoden nicht abgewöhnen. Vielleicht werden sie es auch nie. Ich hätte unsere Gilde in Teso nicht die hungrigen Wölfe nennen sollen. Ich hätte sie die Matschköter nennen sollen. Schön, dich kennenzulernen, Brabus. Ich komme später nochmal vorbei. Tu nichts, was ich tun würde. Ich müsste dich dafür jagen. Okay. Dann ist gut, dass du nicht weißt, was ich tun würde. Was ist das? Guten Tag. Hallo. Kannst du überhaupt reden? Ist das... Nee, das ist keine Maske. Guten Tag. Oh. Entschuldige. Gesichter der Paxultec kann ich mir nicht so gut merken. Was ist die Paxultec? Wer bist du? Oh, es ist neu. Ich dachte, ich hätte es schon einmal gesehen. Es ist ganz schön schwer, Paxultec auseinanderzuhalten. So ohne Hufen und Hörner. Ich bin Sais Rakta Dwell. Mein Paxultec-Name ist Dwell. Ich verkaufe Kristalle aus meiner Welt. Sie machen einen Paxultec schneller, stärker und mächtiger. Sie helfen, Gegner zu besiegen. Und meine Preise sind recht fair. Das ist schön, aber ich habe ja nichts zum Kaufen. Ich habe viele Fragen. Natürlich, Paxultec. Was genau bedeutet Paxultec? Paxultec, fremd für die Pan. Es ist wahrscheinlich bedeutungslos, zumindest in der Welt der Paxultec. Aber in der Sprache von Dwell ergibt es Sinn. Ja, sowas wie Fremdling. Was bist du? Ja, diese Frage wird mir immer gestellt. Ich bin ein Pan aus der Welt von Yaesha, wo die ewige Kaiserin regiert, das Reh und der Verwüster frei herumlaufen und das Gleichgewicht dem Dschungel Leben einhaucht. Zumindest war es früher so. Ist es denn jetzt nicht mehr so? Nun, leider nicht. Für lange Zeit haben die Unsterblichen die Pan unterdrückt. Sie haben ihre Macht über uns ausgeübt, als hätten sie diese verdient. Die Pan rebellierten gegen diese Tyrannei. Und eine Zeit lang sah es so aus, als könnten wir Erfolg haben. Doch dann kam die Pest. Paxultec nennt sie die Saat. Als ich Yaesha zuletzt sah, war sie von der Pest geplagt. Der Verwüster knurrt. Und das Reh ist verloren. Die Rebellion geht weiter. Aber mein Volk sehnt sich nach Befreiung. Wie hast du es hierher geschafft? Das Paxultec Fort. Der Gründer. Während seines letzten Besuches auf Yaesha hat er gesagt, dass es möglich sei. Wie genau das funktioniert, verstehe ich persönlich nicht. Aber nun bin ich hier. Woher kennst du Ford? Ford kam oft nach Yaesha, um den Rebellen gegen die Tyrannei der Unsterblichen zu helfen. Selbst damals war sein Wunsch, uns zu schützen, deutlich. Ebenso wie sein Können in der Gewalt, das er freigebig teilte. Dwell erlernte nicht die Gewalt von Paxultec Ford, sondern half den Rebellen mit diesen Kristallen hier. Beide unterstützten die Rebellion.
daher wurden beide eingesperrt. Oh, jahrelang schmachtete ich in Gefangenschaft. Ich hatte gehofft, diesen Preis nie zahlen zu müssen. Doch ein weiteres Pax Sultec, jenes, von dem es heißt, es bewandere die Welten, befreite Ford und Ford befreite Dwell und viele andere. Du weißt, dass Dwell nicht wirklich ein Name ist, oder? Es ist vielleicht kein Pax Sultec-Name, aber es ist mein Name, während ich mich bei den Pax Sultec befinde. Erzähl mir von diesen Kristallen, die du verkaufst. Es sind Edelsteine, die aus einem Kristall verfeinert wurden, den man nur auf Yaesha finden kann. Die Ahane, die Priester der Pan, verbieten den Gebrauch der Kristalle durch einfache Leute. Aber die Gao sind gewitzter, als die Ahane wissen. Schon seit Ewigkeiten haben die Gao die Kristalle für Waffen benutzt. Oder selbst derbe Dinge wie Suppen. Aber nur ein Kunsthandwerker wie Dwell kann ihr volles Potenzial ausschöpfen. Was macht diese Kristalle so besonders? Alle Kristalle sind etwas Besonderes. Ein Kristall ist Ordnung, Perfektion im Inneren und Äußeren. Manche Kristalle spalten das Licht auf. Andere, wie die Steine, die mich herbrachten, können Brücken zwischen Welten bauen. Diese Kristalle enthalten Energie. Manche Paaren glauben, dass sie göttlichen Ursprungs sind. Aber diese Energie ist nur die Interaktion der Harmonie des Kristalls mit dem Chaos der Welt. So wie es die Ahane schon seit Äonen tun, verfeinere ich die Kristalle, um ihre Harmonie zu verstärken und die Energie zu fokussieren. Okay, ich habe erstmal keine weiteren Fragen mehr. Ah ja, sagt doch. mal sehen, was du herstellen kannst. Kristalle, die die Ahane für sich behalten würden. So, du kannst bei NPCs in der Welt und in Station 13 neue Gegenstände wie Waffen. Das ist klar. Reliktstaub wird benötigt. Dass zu deinem Charakterlevel passt. Na gut, da steht ja nicht wirklich drin, was... Moment. Generiere 25% zusätzliche Mod-Energie für verstaute Waffe. Mod-Schaden, was auch immer das ist, generiert 10% des Schaden als Mod-Energie. Okay. Gut, können wir sowieso nichts von holen. Bis zum nächsten Mal. Ich denke, dass der... Ach nee, der war links von mir. Muss ich da runter? Ich wollte eigentlich mal springen, aber es hat nicht so geklappt, wie ich wollte. Kann ich auf 3 drücken vielleicht? Nee, auf 3 macht er auch nichts. Geh zu den alten Docks, okay? Du hast keinen Nutzen für mich, solange du nicht mit Wally gesprochen hast. Ja, ich dachte, Wally ist hier. Oder da oben. Da ist ein Fragezeichen. Ja, dann laufen wir nochmal zurück. Okay. Ich habe keine Ahnung. Er sollte mir doch nur den Multiplayer-Modus zeigen. Alles andere ist mir doch egal. Also beziehungsweise die Art, wie man... kann ich hier nicht rüber? Hallo? Hä? Wird denn nicht angezeigt, wo ich hin muss? Ich meine, das hier sind die Docks, das ist klar. Aber ich dachte, jetzt muss ich da hinten hin. Und ich sehe jetzt hier sonst auch keinen eingezeichnet, dass hier noch einer ist. Moment, Ausrufezeichen. Ah, man muss anscheinend näher dran sein. Ich muss nicht gerettet werden. Der Wanderer muss gerettet werden. Oh, du musst auch gerettet werden, du. Okay. War vielleicht nicht so nett. Was ist denn mit euch los hier, ich Jungs? Ich hoffe, deiner Freundin geht's gut. Sie sah nicht so gut aus. Ja, das hoffe ich auch. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Ist der jetzt dahinter? Irgendwo. Nee. Ach, da oben. Da komme ich hoch. Der hat sich aber gut versteckt hier. Nee? Ja. Die sehen fast aus wie die Bretter aus Teso. Ich sollte mir auch sowas bauen. Hi, Wallace. Ich sehe dich, Fremdling.
Das will ich hoffen. Ich stehe direkt vor dir. Oh, ich sehe dich auch. Ford erwartet dich. Wobei es ihm wahrscheinlich nicht ganz bewusst ist. Er denkt, er braucht Hilfe. Aber sie ist diejenige, die Hilfe braucht. Redest du über meine Freundin Cass? Du weißt es. Und auch wieder nicht. Entschuldige, ich sollte nichts sagen. Die Dinge werden kompliziert, wenn ich sie verrate. Ich bin Wallace. Habe ich das schon erwähnt? Wahrscheinlich. Die Sicht, weißt du. Entschuldige, das habe ich wahrscheinlich auch schon gesagt. Ach, ich bin von einem kleinen Jungen ausgegangen, weil die immer sagen, der Junge, na toll. Wallace? Ja, Ford sagte, dass ich zu dir gehen soll. Du hast einen Weg zu gehen. Du wählst hier den ersten Schritt. Aber dein Weg kann sich ändern, wenn du es möchtest. Ich dachte gerade schon, das Spiel stürzt wieder ab. Übrigens, das triggert mich. Weiß einer von euch, was das für eine Synchronstimme ist? Die kommt mir so unheimlich bekannt vor. Der Doktor, ja. Einer meiner Mains in DBD. Der Doktor ist auf Überlebensfähigkeit mit verbesserter Heil- und Relikteffektivität spezialisiert. Kanalisiert Heilenergie in seine Faust und schlägt ein Loch in den Boden, um so eine Heilungsquelle in einen Radius von 3 Metern zu schaffen. Also wie so ein Heilkreis quasi. Die 10 Gesundheit pro Sekunde wiederherstellt und die... Das wäre doch mal cool. Also ich weiß, dass der Epi sich wohl irgendwas mit einem Hund ausgesucht hat. Der Doktor entfesselt Heilungsenergie, um allen Verbündeten innerhalb von ein Schild für 100% ihrer maximalen Gesundheit zu geben. Für mich hoffentlich dann auch. Mit dem Schild regenerieren Verbündete 20% ihrer maximalen Gesundheit. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Der Doktor entfesselt eine Schockwelle mit 30 Meter Radius. Das hört sich auch gut an. Die gefallene Verbündete... Ach so, wiederbelebt. Und obwohl, das hört sich auch sehr gut an. Da muss ich nicht dahin laufen. Und 50% der maximalen Gesundheit über 10 Sekunden wiederherstellt. Okay. Hört sich alles sehr gut an. Ich bleib, glaube ich, bei dem Jäger. Ich glaube, das hat er geholt. Verbessert die räumliche Wahrnehmung des Jägers, indem eine Aura aktiviert wird, die automatisch markiert wird. Erhält 15% erhöhten Fern- und Nahkampfschaden. Die hätte ich natürlich auch gerne. Ununterbrochenes Zielen über Visualisierung für eine Sekunde. Wenn fokussiert werden, die Waffenstreuung, der Rückstoß und das Schwanken um 75% verringert. Hatte ich bisher noch nicht. Ich denke, aber bei neuen Waffen wird das wahrscheinlich kommen. Und der Fernschaden und Schwachstellen frei... Fernschaden, mein Gott, um 25% und die kritische Ferntrefferchance um 10% erhöht. Hört sich natürlich auch sehr gut an. Der Jäger tarnt sich. Das Verlassen der Tarnung markiert alle Gegner. Erhöht Fern- und Nahkampfschaden um 50%, was sich über Zeit verringert. Fern- und Nahkampfschaden, okay. Dann der Draufgänger. Den habe ich, glaube ich, gesehen, als ich mal ein bisschen gucken wollte, wie das Spiel gespielt wird. Also viel weiß ich nicht über das Spiel. Ich habe nur mal ein bisschen durchgeklickt. Der Draufgänger erzeugt eine starke Erschütterung, die 150 Schaden... Und zusätzliches Taumeln in einen kegelförmigen... Ja, gut, okay. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Werde nahezu unaufhaltsam und erhalte 3 Stapel Bollwerk. 15% Bewegungstempo. Erhöhten Nahkampfschaden um 50%. Wäre sicher nicht schlecht, aber ich schieße eigentlich ganz gerne. Begib dich in einen ferngesteuerten Kampfzustand. Feuerrate um 15%, Nachladegeschwindigkeit um 25% erhöht. Wäre unter Umständen natürlich auch nicht schlecht. Ich denke mal, bei größeren Gegnern macht das viel aus. Aber, so von wegen Doktor, ich denke mal, bei größeren Gegnern macht auch die Heilung einiges aus. Ach nee, den hat der Epi sich ausgewählt. Ja, hallo, du Kleiner. Der Wachhund, der Gefährte folgt dem oder der... Oh Gott, lass die dämlichen Sterne doch weg. Und generiert beim Angriff 15% mehr Bedrohung. Der Gesamtschaden gegen ihn ist um 20% verringert. Also hat ein bisschen bessere... Einmal drücken, Gefährte greift Gegner an. Gefährte folgt dem... Heilt fortwährend...
Gefährte greift Gegner im Zielgebiet an, Gefährte kehrt zum Helfer zurück und bleibt an dessen Seite. Was mich jetzt mal interessieren würde, was ist, wenn der Gefährte stirbt? Kommt er dann wieder oder was? Also ich hoffe. Heulengewehr 2%. Der Gefährte folgt dem Helfer und 20%. Was? Folgt dem Helfer und 20% verursacht zusätzlichen Schaden. Was ist das für ein Satz? Gefährte greift Gegner im Zielgebiet an. Also ganz ehrlich, das hört sich allerdings für mich als das Schwächste wirklich an hier. Also am besten fände ich den natürlich. Aber... Nee, war das der? Ja, oder der hier. Der ist bestimmt bei Bossen ziemlich gut, muss ich sagen. Aber da der Epi jetzt einen genommen hat, offenbar, der jetzt nicht so viel aushält, würde ich sagen, nehme ich mal den Doktor. Ist auf Überlebensfähigkeit mit verbesserter Heil- und Relikteffekt. Ja. Oh Gott. Also ich würde ja lieber einen der anderen beiden spielen. Wahrscheinlich der mit dem Nahkampf. Ja, wobei mit dem Nahkampf. Wahrscheinlich eher der mit dem Fernkampf. Aber ich wähle mal den Doktor aus. Ich denke mal, dass wir das ganz gut gebrauchen können. Ja, das macht wirklich Sinn. Ja, das will ich hoffen. Das ist dann wohl der richtige Weg? Natürlich, dein Weg erwartet dich. Sag Brabus und McCabe, dass ich dich geschickt habe. Sie haben, was du benötigst. Sie sind der nächste Schritt auf deiner Reise. Bis zum nächsten Mal. Körperschutz erhalten. Okay, Charakter. Also, ich hatte vorher anscheinend gar nichts an, so wie es aussieht. Bin ich jetzt das hier? Bin ich so hässlich? Na gut, okay. Ja, sehr gut. Ich habe schon verstanden. Ich habe Sachen erhalten. Vielen Dank. Ich bin wirklich jetzt so hässlich? Oh nein! Kann man das irgendwie wegmachen, dass die... Oh, ist das scheiße. Nee, ich will das nicht drehen. Platz wählen ab. Oh nee, muss ich jetzt echt so eklig hier rumlaufen? Oh, wollt ihr mich denn? Ernsthaft? Ja, toll. Ich war so ein hübsches Mädel. Ich habe mir... Naja, nicht viel Zeit gelassen. Man konnte ja nicht viel einstellen. Aber ich habe so ein hübsches Mädel erstellt. Und dann holt ihr mir mit so einem Charakterding einfach so ein hässliches Ding hier raus. So ein komischer Frosch. Oder fast wie eine Fliege. Das gibt's doch nicht, Leute. Also da muss ich mal ganz ehrlich sagen, das ist ein absoluter Negativpunkt jetzt hier bei dem Spiel. Falls ihr da eine Möglichkeit kennt, wie man das wegmachen kann, dann bitte sagt mir Bescheid. Weil, oh Gott, ich will das so nicht behalten. Ich soll dann mal wie wiederkommen. Wie findest du die Station? Ich kann es dir etwas schwerer machen, wenn du willst. Nein, danke. Wallace sagte, dass ich zu dir kommen soll. Er meinte, du wärst der nächste Schritt auf meiner Reise. Der Junge, der zu der Saat spricht? Ich traue Wally nicht ein Stück. Aber ich bin auch nicht dumm genug, ihn wütend zu machen. Ich vermute, er sagte nichts Genaueres? Etwas über meinen Weg? Tja, klar. Der Junge ist irre, aber er ist nicht dumm. Und wie ich sehe, ist deine Ausrüstung ausbaufähig, um Danke. Es freundlich zu formulieren. Wenn er fragt, dann sag ihm, dass ich dir das hier gegeben habe. Kostenlos. Rix wird mir die Ohren voll jammern, wenn ich dich nicht als nächstes zu ihm schicke. Knochensäge, hört sich gut an. Geh also zu Rix. Sag ihm, dass er machen kann, was auch immer er will. Stahlflegel, haben wir die jetzt alle hier drin? Nee. Moment. Ah! Eigenschaften ist was anderes. Wir haben, drei haben wir aber hier drin. Knochensäge, Stahlflegel. Aber ich kann die nicht benutzen, oder was? Okay, wie benutze ich... Oh. Nee, ich habe jetzt die Pistole in der Hand. Okay, ich dachte gerade schon. Rix, ich muss eben zu dir und eventuell noch zu Ava, um was zu verbessern. Hallo, Rix. Wie geht's? Brabus sagte mir, dass ich zu dir kommen soll. Er meinte, du wärst der nächste Schritt auf meiner Reise. Ich schätze, er hat nicht gesagt. Warum? Er meinte, du würdest ihm die Ohren volljammern, wenn er es nicht täte. Ja, das klingt wie Brabus. Nun gut, ich habe meine Spezialisierungen. Ah!
Ich denke, ich weiß, was er meint. Komm zu mir, wenn du deine Ausrüstung verbessern willst. Alter! Das ist doch eine Stimme aus Tesu! Ich habe keine Ahnung, wie der Typ heißt, aber das ist eine Stimme aus Tesu. Nein, nicht herabstufen, aufwerten. Ja, was denn? Wie denn? Wo? Muss ich dafür was bezahlen? Beim ersten Mal ja, nein? Danach ja, nein? Die würde ich eigentlich ganz gerne. Okay, scheinbar konnte ich nur eine machen. Na gut. Du weißt, wo du mich findest. Ja, kein Thema. Hi, Ava, da bin ich schon wieder. Ich hoffe, du hast einen guten Grund. Ja, Wally sagte, dass du mir mit meiner Reise helfen könntest. Shit. Das meinst du ernst, oder? Ja. Na gut. Also, was zur Hölle hat es mit dieser Reise auf sich? Keine wirkliche Reise. Ich wollte nur fort in der alten Station helfen. Ha, na, das erklärt's. Alles, was der alte Kauz anfasst, ist immer mega wichtig. Wenn Ford beteiligt ist, kannst du jede verfügbare Hilfe gebrauchen. Gut. Nun, der einzige Grund, warum mich die Leute belästigen, ist, weil ich weiß, wie man mit einem Hammer umgeht. Also, entweder modifiziere ich deine Waffen damit, oder wir finden eine kreativere Verwendung. Ich sag dir was. Ich habe gehört, dass du vorhin etwas Seltsames bei deinem kleinen Ausflug aufgehoben hast. Vielleicht kann ich etwas damit anfangen. Nö. Ich habe nichts Seltsames aufgehoben. Heilender Schuss startet eine Sprengladung, die beim Kontakt mit Verbündeten explodiert und sie um 35% heilt. Hä? Ich habe gerade Waffenmord gelesen. Feuert eine konzentrierte Luftexplosion durch alle Ziele, insgesamt verursacht 155 Schaden und die vierfache Stoßwirkung. Hört sich schon mal gut an. Ich meine, für die Heilung habe ich ja irgendwelche Fähigkeiten jetzt anscheinend. Verlangsamt die Gegner. Ja, muss nicht unbedingt sein. Ich denke mal, dass das wohl bei Bossen wahrscheinlich auch weniger funktioniert. Mit Feuer versehene Munition, wodurch der Feuerschaden um 15% erhöht wird. Dauert 20 Sekunden, verursacht zudem Brennen, was 200 Feuerschaden innerhalb von 10 Sekunden macht. Mod-Energie 1250 und hier 200 Feuerschaden. Das ist ungefähr das Doppelte von hier, aber ich brauche nicht so viel Energie. Ich würde sagen, wenn, dann das hier, oder? Ja, komm. Ich habe keine Ahnung von dem Ganzen. Machen wir mal das hier. Kaufen kann ich eh nichts. So, das sollte bei jeder Reise helfen, auf der er dich gesehen hat. Sag Wally einfach, dass er das nächste Mal konkreter sein soll, ja? Dann sind wir hier wohl fertig, richtig? Oder brauche ich meinen Hammer nochmal? Du sollst mir nicht auf den Kopf hauen, wenn du das meinst. Ich habe ein paar Fragen. Lass mich dir etwas Zeit sparen, damit du mich nicht weiter zulaberst. Wir haben früher in dem Gebäude da drüben gewohnt. Dann kam ein Fremdling. Wir nannten diese Person den Wanderer. Du hast vielleicht bemerkt, dass jeder hier einen Decknamen bekommt. Wie dem auch sei, so wurde die Saat aufgehalten. Jetzt leben wir in den Gebäuden hier. Ist das deutlich genug? Und ich? Ich halte mich kurz. Dann gibt's weniger Probleme. Okay, dann gehe ich eben. Okay, mehr kriegst du nicht. Ciao. Dankeschön. Ich habe keine Ahnung, was jetzt für eine neue... Gibt's hier eigentlich sowas wie... Ah, hier. Ich sollte mich mit Gründer vortreffen, der sich beim Eingang zur alten Station befindet. Das war ja Fort hier, der Alte, ne? Okay, dann sind wir hoffentlich schon mal ganz gut ausgerüstet. Auch wenn wir jetzt mega hässlich aussehen und irgendwie 20.000 Waffen hinten dran haben, die wir gar nicht benutzen können. Oh, warte mal. Der Kreis ist aber nicht besonders groß. Ich dachte, das ist so ein großer Kreis. Alter, ist das dein Ernst, so klein? Kann man den vergrößern? Okay, es lädt sich aber anscheinend auch ziemlich lange wieder auf. Ich dachte, man könnte das jetzt so hintereinander machen. Na gut, aber ich würde da mal eben sagen, dass wir Puck die Stubenfliege, also ich und ihr hier erstmal einen kleinen Cut machen werden. Und dann mal schauen, was auf uns so wartet hinter der Tür von Ford. Ich hoffe, es ist endlich mal der Multiplayer.
bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.